Ja, servus hier, Tabak und Pfeifen genieße hier auf YouTube. Sitze jetzt später Sonntagabend gemütlich auf der Terrasse. Haben vorher ein bisschen gegrillt. Wir haben ein bisschen kroatisch gegrillt, gell, oder was heißt kroatisch? Ja, Cevapcici, gell, Rastici und wie heißt das andere? Ja, eigentlich wollte ich einen lustigen Postschnack machen, gell, aber das war aber dann der Aufwand doch zu viel. Und Pommes halt dazu, ein schöner Tubic-Reis. Aber Grillvideo mache ich dann einmal anders mal. So habe ich mir eine schöne halbe Bier geschickt. Ja, ich bringe jetzt euch mit euch. Prost! Und das Wichtigste habe ich vergessen. Das muss ich jetzt schnell holen. Weil nach so einem guten jugoslawischen Grillabend, da gehört natürlich auch ein alter Schlieber dazu. Einer geht schon, gell? Nur nicht übertreiben. Prost auf euch. Ja, warum mache ich das heutige Video? Und zwar habe ich jetzt mir letztes Mal einen Pfeifentabak aufgemacht. Von HU, Makuba, und dieser Tabak, der schmeckt mir eigentlich hervorragend. Wenn du den schon mal in die Dose reinwirkst, hast du sofort einen heuigen Geschmack, gell? Und sofort kommt dir ein Duft von Schokolade entgegen. Gigantisch, sage ich jetzt einmal, ja, und ich habe mir gedacht, wow, da freue ich mich drauf. Jetzt habe ich, knapp die Viertel die Dose habe ich vielleicht geraucht oder was, und da habe ich jetzt ein Problem. Und da wollte ich mal jetzt mit euch einmal reden, ob ihr das auch so empfindet, oder ob ihr sagt, der Matschi, der verzeiht da einen Schmarrn, bei mir ist das ganz anders, gell. Und zwar habe ich das Problem, gell? Wenn ich mir diese Pfeife stopfe und dann rauche, und erst auch beim Rauchen, die Schokoladigkeit, gell, von Börli, also der ist wirklich dominant, und die Süße von Virginia und alles, also zum Rauchen wunderbar, bloß jedes Mal, wenn ich fertig bin, habe ich eine pelzige Zunge, habe irgendwie so einen tauben Gaumen. Und das stört mich an diesem Tabak, muss ich sagen. Ja. Und am Anfang haben wir gedacht, als ich das erste Mal geraucht habe, naja gut. Hat es ja mit irgendwas anderes dann, gell? Und zwar habe ich einmal auch den Rednanz heißt der, glaube ich, von McClinton. Den habe ich auch mal geraucht gehabt. Und bei dem habe ich das gleiche Problem gehabt. Jetzt habe ich da mal ein bisschen nachgeschaut, der hat ja auch dieses schokoladige Aroma, und vielleicht liegt es eben an diesen schokoladigen Aromen, dass ich da so einen Gaumen und so eine pelzige Zunge kriege bei dem Tabak. Gell? Also ich kann mir sonst nicht anders vorstellen. Und wenn ich dann noch was trinke, zum Beispiel wie jetzt ein Bierle, dann brennt das auf der Zunge, Freunde. Also ich als alter Pfeifenraucher, Zungenbrand, gibt es normalerweise nicht. Aber vielleicht liegt es ja wirklich jetzt an den Tag, weiß ich nicht. Und darum wollte ich euch einmal fragen, ob das bei euch auch so mal war, ja, bei diesem Tabak. Ansonsten kann ich den Tabak nur, tolles Aroma, ich kann diesen Tabak nur empfehlen. Aber das mit der beizigen Zunge, wenn ich aufhört, kaufe ich mir nicht mehr. Gell? Also das mache ich da nicht, weil ich sage es einmal so, wenn ab und zu einmal, ja, ein Pfeifenraucher hin und wieder mal eine Pfeife raucht und dann dieses Gefühl hat von Taubheit, dann sage ich mal, ja, das ist normal. Gell? Aber ich schnallt schon 6-7 am Tag weg. Habe ich auch ein bisschen runtergeschraubt, das Ganze. Ja.
Ansonsten, das ist ein wunderbarer, klasse Tabak. Nächste Klamm, gell? Du hast dann bei mir so ein Brennen auf der Zunge und eben, wie gesagt, dieses beizige Gefühl im Gaumen zurück. Ja, würde mich echt einmal interessieren, eure Meinung, wenn ihr schon geraucht habt, diesen Tabak. Ich sag, die zeigen euch nochmal eine Kuba von HU. Ansonsten ein klasse Tabak. Ja. Würde mich echt interessieren. Übrigens, ich bin zurzeit nicht mehr jeden Tag auf YouTube, so wie früher. Und ich werde aber weiterhin meine Kommentare beantworten, gell? Auch wenn es nicht gleich am gleichen Tag oder nächsten Tag ist. Ich bin nicht jeden Tag mehr drin, aber bei mir werden immer noch alle Kommentare beantwortet, gell? Und wenn auch wenn manchmal 5 Tage alt ist, dass ich denke, oh, da ist ein Kommentar drin. YouTube zeigt mir das übrigens nicht mehr an. Ja? Da muss ich dann direkt auf die Kommentarfunktion gehen, weiß nicht, was das liegt. Aber ich gehe dann schon mal, wenn ich wieder Lust habe, man muss auch Lust haben dazu, rein und dann werde ich werde auf jeden Fall weiterhin jeden Kommentar beantworten, gell? Mache ja weiterhin. Ja, ich warte jetzt auf das Gewitter. Ich hoffe, das dauert noch ein bisschen. Jetzt vor allem meine Mutter telefoniert, die wohnt jetzt also 30 Kilometer entfernt von mir. Da gewittert schon und ich denke mal, das wird schon noch kommen zu uns, gell? Was wir aber trotzdem jetzt nicht diesen Abend verderben, wie hier so ein kleiner Gewitter. Werdet ihr in Ruhe. Mein kleines Lieber ausdringen. Ja, Prost auf euch. Die Ex mache ich nicht mehr. Ja. Und ein Bierchen dazu dringen. Und mir jetzt da noch einen schönen Abend machen. Wie soll es jetzt gewesen sein? Nächstes Mal wird es vielleicht 14 Tage, 3 Wochen werden, wenn ich wieder melde. Muss ich damit einmal ins Krankenhaus nehmen. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.